schön. Ja, und bitte später, ja? Okay, das schaffen wir das. Wunderland der Malerei. Hier sind wir in der Werkstatt für Kinder und Margot ist hier die Leiterin und bastelt mit den Kindern und es wird gegipst und gemalt. Und was passiert hier genau? Also gerade malen wir Skulpturen. Das sind die Skulpturen, welche wir aus alter Zeitung, aus Alufolie und jetzt Gipsbandagen machen. Jetzt bekleben wir die kleinen Formen. Die werden bis morgen trocken und morgen kommen wir mit Farben. Das wird so hart, oh, ist schon. Man merkt schon, ein bisschen härter. Und morgen bemalen wir das mit Acrylfarben. Ganz schön bunt, wild. Das sollen keine normale Vögel oder Tiere sein. So etwas Schönes, Buntes. Hier, Wohnzimmer für Mama, Papa, wer weiß. Viola Hartmann ist 9 Jahre alt und sie ist gerade dabei, eine kleine Figur zu basteln. Viola, was machst du gerade? Also ich will einen Pinguin machen. Und den habe ich jetzt mit Alufolie eingewickelt. Und da die Füße habe ich mit so einem Herz aus Papier gemacht. Und gleich muss ich noch den Schnabel und die Flügel machen. Und nachher wird dann alles eingegipst. Und hinterher sieht das dann fast so aus wie die Ente. Sophia, was habt ihr denn heute Morgen hier schon gemacht? Wir haben die Bilder da vorne gemacht. Das sind wir selbst. Und da stehen auch verschiedene Namen drauf, wer das gemacht hat. Dein Bild hat ganz große Augen und hat auch einen tollen, bunten Hintergrund. Was war denn da so deine Idee dabei? Ich habe das angemalt, bunt. Und dann habe ich noch den Hintergrund dahin gemalt und dann war das so bunt. Heute Morgen haben die Kinder Bilder gemalt. Was ist das Besondere daran? Also besonders das, was wir kannten uns alle noch nicht. Und da, weil wir uns ein bisschen kennenlernen, hatte ich die Idee gehabt, die porträtieren sich selbst, machen Selbstporträt, groß und bunt, da hängen die das jetzt an den Wänden. Und das, was genial so wunderbar ist an Kinder, an Malerei von Kindern, ist diese Spontanität, diese Lust auf Farben. Die überlegen viel, nicht viel. Wenn sie genau angucken, die Kinder haben auch rote Haare, grüne oder violette Augen oder ich weiß noch nicht, ganz, ganz, ganz große Augen oder Proportionen nicht stimmen. Da sollen sie diese Fantasie ganz, ganz, ganz locker ja, lassen. Und ja, ich denke, das sehen wir schon jetzt Ergebnisse. Aber bis Freitag warten sie, wird noch schöner sein.